Okay, wir müssen uns ein bisschen sputen, glaube ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Und jetzt links und dann die Treppe hoch. Okay. Ist das hier die Treppe? Das ist die Treppe runter? Ist das richtig? Doch, ist richtig. Okay. Ach, der Cold Room ist verriegelt natürlich. Jetzt müssen wir da hinten rum. Durchs Esszimmer. Hör. Da ist das Esszimmer. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday, lieber Lucius. Okay, Mist, wir müssen jetzt... Ja. Na, jetzt nicht Tagebuch. Ich wollte eigentlich die Taschenlampe benutzen. Da sind wir, schnell. So, Aktualisierung im Notizbuch. Ah, eine Tasse und vielleicht ein Stück Kuchen. Stück Kuchen. Alter, ich bin ein kleiner Junge, ich will ein Stück Kuchen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz durch. Was haben wir jetzt gemacht? Kannst du bitte aufräumen? Mit dem Geschirr. Lucifer. Es ist fast 10 Uhr. Mach dich Bett fertig. Ja, Ma'am, kannst du bitte aufräumen? Ich habe das Vorhängeschloss geholt. Am besten in die Tasche damit, damit es niemand sieht. Vielleicht ist es noch nützlich. Haben wir doch jetzt. Müsste doch jetzt... Huch! Telekinese. Detective McGuffin, was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen's uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Nanü? 12. Juli 1972. Rauchen tötet. So, erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen, hier. Oh, edler Tropfen. Hi, Gene. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich konnte immer auf dich zählen, Gene. Fühl dich wie zu Hause, ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. Aktualisierung im Notizbuch. Drücke Q. Momentan kommt es mir so ein bisschen vor wie eine Aneinanderreihung von Cutscenes, die wir zwischendurch mal spielen dürfen. Ich glaube, das liegt daran, dass es momentan noch das Tutorial ist, in dem wir uns befinden und alles so ein bisschen lernen sollen, was so vonstatten geht. Zack, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wir sind Lucius, wir sind der Sohn. Ach, ist ja süß. Spielen! Wirf den doch mal. So ein demotivierter Junge, weißt du? Jetzt wirf den Ball. Springen kann er auch nicht. Okay, Gene, Rauchen tötet. Benehmensstatus 0%, was immer das heißt. 0% benehmen,
Hausarbeit haben wir zu tun. Lass die Zeit dabei. Aha, okay. Vaters Kollege Jean. Er besucht meinen Vater manchmal geschäftlich. Ich hasse es, wenn er im Esszimmer raucht. Ich bekomme dann Kopfschmerzen. Und ich mag es nicht, wenn ich Kopfschmerzen habe. Nein. So. Und ich glaube, das ganze Spiel dreht sich darum, dass hier nach und nach... Schön hier. Nee, nicht wirklich. Dass hier nach und nach die ganzen Gäste des Hauses und so weiter und so fort langsam ganz ominöse Tode sterben. Und das Spiel wurde, soweit ich es mitbekommen habe, in Deutschland indiziert. Das heißt, ich darf es deswegen nicht auf gronk.de stellen. Es läuft nur auf YouTube. Und das liegt daran, dass die Unfälle quasi später auch vielleicht liebgewonnene Personen betreffen könnten. Gibt es hier eigentlich einen Quicksave? Muss mal ganz kurz gucken. Optionen haben wir hier nicht. Steuerung anpassen. Will ich mal ganz kurz gucken. Quicksave haben wir nicht. Nein. Telekinese, Gedankenkontrolle 1, 2, 3, 4. Okay, das läuft so. Notizbuchkarte, Taschenlampe, Entzündung. Entzündung. Also eine Zahnentzündung natürlich oder sowas. Bist du Jean? Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Geh doch nach unten und sieh fern oder so. Hier haben wir also Ivor und der versucht da gerade etwas am Strom zu machen. Besoffen. Junge. Das ist, glaube ich, eine Glühbirne. Die Frage ist, was können wir damit machen? Oh. Ich muss mich selber noch mal ein bisschen Spiel einfuchsen. Okay, die Schubladen können wir gerade nicht öffnen. Da sind auch weitere Glühbirnen drin. Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Aber doch, das kann ich sehen. Geh doch nach unten und sieh fern oder so. So, wir haben einen Schraubenzieher. Das wäre zu einfach. Ich muss erstmal nochmal gucken, wie ich mit den einzelnen Gegenständen kann ich... Damit vielleicht... Kombination nicht möglich. Okay, das war mir klar. Mist, das ist schade, dass ich nicht springen kann. Ich würde gerne hier rüberspringen. Ich würde gerne mal der Lampe irgendwas machen. Ich komme da aber gerade gar nicht durch. Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Aha. Geh doch nach unten und sieh fern oder so. Okay, jetzt muss man ganz kurz gucken. Ich schaue erstmal, ich halte mich jetzt erstmal an die Spielregeln. Wo ist denn der Typ? Der müsste hier durch sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ja, ist richtig. Und hier raucht der also. Hallo. Na, Onkelchen? Ein Schraubenzieher in den Kopf stecken wäre zu einfach, ne? Das wäre ja Mord. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. So, Steuerung ist noch ein bisschen merkwürdig. Wie geht's in der Schule? Ja, ganz gut. So, wir haben Streichhölzer. Ich würde gerne Zigaretten vergiften oder irgendwas. Ich meine, anzünden mit den Streichhölzern. Ah, von hier darf ich nicht, weil er das sehen würde. Deswegen das Ausrufezeichen. Deswegen der Weiß, das Weiße ist sein Sichtradius. Hör auf herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich nervös. Natürlich. Onkel, was ist denn da draußen? Hast du meine Streichhölzer gesehen? Nee. Rauchen tötet. Ich habe die Streichhölzer von Jean gestohlen. Jetzt kann er seine Zigaretten nur noch am Ofen anzünden. Ich sollte eine Art Falle stellen. Der Ofen verfügt über ein System, das verhindert, dass Gas entweicht. Ich brauche dafür irgendein Werkzeug.
Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Schnauze, Opa. Kann man die Gardinen schließen? Nee, ne? Keine Sorge, Lucius. Mary ist jetzt an einem besseren Ort. Zusammen mit ihrem Mann. Und warum latscht du dir die ganze Zeit gegen die Tür, du schräge Mutter? Liebling, lass bitte deinen Vater heute in Ruhe. Jean ist da und sie haben Geschäftliches zu erledigen. Ja, geh doch weg, wenn du mit mir redest. Der Ofen. Hat ein System zur Gasentweichung. Ist das der Ofen, der gemeint ist? Das ist ja eher ein Kamin. Und das reparieren. Dieser Säufer macht das sicher nicht selbst. Ah, der Ofen. Was haben wir denn da? Hier haben wir Handtücher, da haben wir irgend so ein Paddel. Wo können wir den Ofen jetzt präparieren? Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Der Knopf sieht locker aus. Oder ist das der Ofen da? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen unschlüssig erklärt. Gasofen mit sichtbarem Sicherheitssystem. Ach, siehste. Okay. Aha, aha. Naja, dann ist ja klar. Hätte ich jetzt auch genauso gemacht. Dann keine Frage. Der Ofen ist manipuliert und Jean hat keine Ahnung. Jetzt müssen wir nur noch warten. Was braucht dein Vater so lange? Ich muss neue Streichhölzer finden. Ich kann ja nicht immer an den Ofen ran, wenn ich Feuer brauche. Doch, das kannst du. Hast du meine Streichhölzer gesehen? Leider nicht. Ich würde ja gerne, aber ich muss, glaube ich, bei Mutti bleiben, damit die sieht, dass wir unschuldig sind. Hallo, Mami. Wäre doch schade, wenn dem Onkel was passiert. Feuer. Woher bekomme ich Feuer? Ah, jetzt geht's. So ein Vollidiot, ey, ganz ehrlich. Oh mein Gott! Alter. Double Murder. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ziemlich unheimlich. Jean war mein Wahlkampfleiter. Seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein. Aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss mit Ihrem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass in diesem Haus etwas Seltsames vorging. Ich konnte das Puzzle noch nicht zusammenfügen, also zog ich mich für eine Weile zurück und ließ es gären. Nach ein paar Wochen kam der Anruf. Als die Dinge sich normalisierten, gab es in dem gottverlassenen Haus einen weiteren Unfall. Es geschah an einem regnerischen Tag. Ich glaube, einem Dienstag. Der Hausmeister, ein ziemlicher Trinker, führte eine Reparatur in einem Badezimmer im unteren Westflügel aus. Unfälle passieren eben.